Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Kollege Breetz, es ist nicht der amtierende Ministerpräsident, es ist der gewählte Ministerpräsident. Und bevor Sie eine Regierungserklärung im Landtag Brandenburg abgeben, vergehen im besten Fall noch einige Jahre, hoffentlich noch ein paar mehr. Und dann, sage ich mal, wäre es vielleicht gut, vorher schon mit ein paar Vorstellungen sich inhaltlich zu positionieren, weil selbstverständlich eine neue Bundesregierung gesamtdeutsche Interessenlagen vertreten muss. Aber innerhalb dieser gesamtdeutschen Landesinteressen gibt es Interessenlagen von spezifischen Regionen. Und wir sind heute angetreten, zur Aktuellen Stunde darüber zu reden, wie hier Interessenlagen denn tatsächlich in einer perspektivischen neuen Bundesregierung vertreten werden kann. Meine Damen und Herren, ich will jetzt gar nicht darüber spekulieren, ob die neue Bundesregierung überhaupt zustande kommt oder nicht. Ich habe nur sehr zur Kenntnis genommen, dass nach Ansicht des CSU-Generalsekretärs nach wie vor Fragen von Migration, Steuern, Finanzen, Haushalt, Verkehr, Klima und Energie nicht geklärt sind. Meine Damen und Herren, wir stehen vor einer Situation, die ist, glaube ich, gesellschaftspolitisch auch etwas neu. Keine der beteiligten Parteien an den jetzigen Sondierungsgesprächen hat für sich eine tragende gesellschaftliche Mehrheit. Jede dieser Parteien vertritt Minderheitsinteressen. Minderheiteninteressen, die zusammengebunden werden müssen, und das ist, sage ich mal, auch politisch für uns in Deutschland in dieser Form etwas Neues. Und das ist sicherlich eine große Herausforderung. Und dieser Herausforderung wird man sicherlich nicht gerecht, wenn man zu diesem Thema in der Aktuellen Stunde eine Rede hält, die man vielleicht auf einem Parteitag hält, aber nicht in einem Parlament zu dieser Thematik. Und genau dies und vor diesem Hintergrund ist eins bemerkenswert. Da die Thronfolgeregelung in der CSU nicht geklärt ist, schafft es eine Partei, die bundesweit auf 5% kommt, wesentliche Blockaden auszusprechen zur inhaltlichen Einigung, zumindest dann, wenn es stimmt, was von den Verhandlungen nach außen drückt. Und insofern, meine Damen und Herren, ist es richtig, dass wir uns hier und heute verständigen, unabhängig davon, dass Parteien die Koalitionsgespräche führen, weil die Gespräche werden darin münden, eine neue Bundesregierung zu etablieren. Und deswegen ist es richtig, hier und heute, ich sage mal, und wir sind auch nicht die Einzigen, über spezifische Interessenlagen des Ostens hier zu sprechen. Meine Damen und Herren, wie die beteiligten Parteien zu Kompromissen kommen, das ist den Bürgerinnen und Bürgern eigentlich völlig egal. Was sie interessiert sind, stabile politische Verhältnisse und inhaltliche Ansagen, die ihre soziale Verfasstheit verbessern. Und das ist der Punkt, an dem auch eine neue Bundesregierung gemessen wird. Und mit Blick an Ostdeutschland müssen sich auch ein Stück weit alle Parteien etwas an die eigene Nase fassen, weil ich glaube, wir haben in der Vergangenheit es nicht immer verstanden, unsere Interessenlagen gemeinsam zu bündeln. Das betrifft die Linke, genauso wie die SPD, genauso wie die CDU, genauso wie die Grünen. Und bei der AfD, meine Damen und Herren, habe ich Herrn Gauland immer sehr genau zugehört, wenn er kategorisch ausgeschlossen hat, jemals in eine Regierungsbeteiligung zu gehen, weil das wäre ja was Konstruktives. Dann hätte man was Inhaltliches vorlegen müssen und da lag nichts vor. Insofern, um welche strategischen Fragen kann es also gehen? Oder sollte es gehen, wenn wir sowohl über gesamtdeutsche, aber natürlich auch über ostdeutsche Interessen hier reden? Zunächst erstmal, es muss ein Punkt politisch auch ganz deutlich geklärt werden. Wir haben die Transformationserfahrung der 90er Jahre. Wir haben die biografischen, die Gesellschaften, die strukturellen Umbrüche erlebt. Wir haben erlebt, welche Zeiträume es umfasst, solche Umbrüche zu gestalten. Wir haben dabei Niederlagen gehabt und wir haben sehr schwierige soziale Situationen politisch bewältigt. Und dieser Erfahrungshintergrund, sage ich mal, ist etwas, was im Ostdeutschen einmalig ist. Und vor dieser Erfahrungshintergrund, sage ich mal, muss politisch genutzt werden, weil wir stehen vor weiteren Umbrüchen dieser Gesellschaft, nicht nur technologischer Art, sondern auch sozialer Art, auch soziologischer Art und vor allen Dingen auch globalisierter Herausforderungen. Und insofern ist das also ein Punkt, den man hier mit Sicherheit einbringen kann und den man berücksichtigen muss. Woran können wir anknüpfen? Erstens, wir können in Ostdeutschland anknüpfen an eine Reihe von Vorteilen, die wir haben. Wir haben eine moderne Verkehrsinfrastruktur. Wir haben eine moderne digitale Struktur, trotz aller Klagen, die wir haben. Wir haben eine modernisierte oder moderne soziale Situation in der Bereitschaft, dass Menschen Verantwortung miteinander und füreinander übernehmen. Wir haben hier also Punkte für uns entwickelt oder weiterentwickelt an diese Vorteile, die wir auch politisch einbringen können, auch in Lösungskonzeptionen für Gesamtdeutschland. Und zweitens, wir haben und wir brauchen ein belastbares sozialpolitisches Versprechen. Das haben wir in Ostdeutschland massiv erlebt.
ein reales und ein belastbares sozialpolitisches Versprechen, was wieder deutlich macht, der alte Generationsvertrag bundesweit, der darauf aufgebaut hat, in dem Vertrauen, dass es meinen Kindern besser gehen kann als mir, ist in Frage gestellt durch die sozialen Erfahrungen, die Menschen bundesweit gemacht haben. Und das belastbar wieder neu politisch zu gestalten, ist eines der zentralen Herausforderungen in Ost und West, weil wir ansonsten Vertrauen in Politikgestaltung, egal wer die Bundesregierung stellt, nicht zurückgewinnen können. Und wir haben einen dritten strategischen Ansatz. Meine Damen und Herren, die Bundestagswahlen haben gezeigt, dass Einwanderung, Migration, Integration ein Punkt ist, der Gesellschaft auch spalten kann. Und niemand sagt, dass es einfach ist, dass es konfliktfrei ist. Was wir aber brauchen, ist ein klares Regelwerk, sage ich mal, wie wir in der Perspektive damit umgehen können und werden. Und deswegen brauchen wir neben dem Asylgesetz ein Einwanderungsgesetz. Und wir werden uns politisch sehr viel streiten, was der Ausgangspunkt, die Zielsetzung, der Inhalt eines Einwanderungsgesetzes ist, weil ich halte das kanadische Modell nicht für das alleinige Vorbild, was hier anzustreben ist. Aber wir brauchen eins. Und wir brauchen auch eine klare Aussage dazu, ich sage mal, wie wir auch mit entstandenen Parallelgesellschaften umgehen wollen, wie Integration in dieser Gesellschaft sich tatsächlich vollzieht. Es muss Schluss sein mit dem Unsinn, dass wir hier Menschen mit Migrationshintergrund haben, die in 5, 6 Gruppen aufgeteilt sind, von denen einige arbeiten dürfen und andere nicht, und einige dürfen ausgebildet werden und andere nicht. Ich sage mal, das passt doch nicht zusammen in einer modernen Gesellschaft. Und meine Damen und Herren, die Bundesrepublik ist seit den 50er Jahren ein Einwanderungsland. Zwischen 1952 und 1995 sind 3,1 Millionen Menschen in die Bundesrepublik Deutschland eingewandert. Insofern haben wir doch einen langen Erfahrungshintergrund, sage ich mal, damit umzugehen. Das sollten wir tun. Und, meine Damen und Herren, wir haben eine Reihe von spezifischen ostdeutschen Interessen, die wir einbringen können. Da geht es einmal um die Einkommensdifferenz Ost und West, um die Frage Tarifbindung. Und natürlich die Tarifbindung im Osten, aber eben nicht nur im Osten, ist extrem gering. Uns fehlen die politischen Sozialpartner, ich sage mal, hier auch Veränderungen herbeizuführen. Und insofern, meine Damen und Herren, ist das ein Punkt, der auch in den Verhandlungen eine Rolle spielen muss, wie eine Tarifbindung ausgeweitet werden kann, mit welchen Instrumenten und Methoden. Wir müssen die Abschaffung unterschiedlicher Rechtsrahmen müssen wir angehen. Ich nenne nur einige Gebiete, die getrennten Tarifgebiete Ost und West, die VBL-Ost-Sonderregelungen. Wir haben nach wie vor eine Benachteiligung spezieller Gruppen als Spätfolgen des Einigungsvertrages, zum Beispiel in der DDR geschiedene Frauen, die in der Rentenanrechnung benachteiligt sind. Das sind Punkte, sage ich mal, die einfach aufgehoben werden müssen. Und wir haben, auch das muss man so deutlich sagen, einen Umgang mit dem Rückstand in der Wirtschafts- und Finanzkraft der ostdeutschen Länder und Kommunen zu verzeichnen. Und da finde ich einen Vorschlag für uns alle interessant, den ein Wirtschaftsforschungsinstitut gemacht hat. Sie haben deutlich gemacht, finanziell schwache Städte haben hohe Sozialkosten und sie kommen damit in eine Spirale, die die eigene Entwicklung behindert. Und deswegen muss ein Ausgleich geschaffen werden in diesem Bereich, um zu verhindern, dass Kommunen aufgrund hoher Sozialkosten, ich sage mal, dauerhaft strukturell geschwächt bleiben. Auch das ist eine Aufgabe, die besonders im Osten steht, aber nicht nur im Osten. Und wenn Sie sich die Kassenkreditlage angucken, haben Sie einen Gürtel von der polnischen Grenze bis hin nach Nordrhein-Westfalen, der einfach deutlich macht, wie gravierend das Problem in Ostdeutschland, aber auch in der Bundesrepublik als Ganzes ist. Und, meine Damen und Herren, wir haben natürlich die Frage der Unterrepräsentanz von Ostdeutschen. Da gibt es verschiedenste Vorschläge, aber selbstverständlich müssen Sie die Frage der Elitenbildung auch aus der Sicht sehen, dass Ostdeutsche hier die Möglichkeit verstärkt erhalten müssen, auch entsprechend des Grundgesetzes, ich sage mal, hier verstärkt an Verwaltungen auch mit beteiligt zu werden. Ein Punkt, der nicht unwichtig ist. Und, meine Damen und Herren, als Letztes lassen Sie mich noch einen Punkt sagen. Aber der Letzte. Wir haben ein spezifisches Problem, Herr Präsident, einen Satz. Wir haben ein spezifisches Problem. Und zwar ist es die Hauptstadtregion. Die Hauptstadtregion, die in allen europäischen Ländern auch eine Sonderrolle spielt, ich sage mal, als nationalstaatliche Aufgabe. Und insofern werden wir, ich sage mal, und davon bin ich überzeugt, auch in dieser Frage die eine oder andere Interessenlage haben, auch gemeinsam haben. Und deswegen plädiere ich dafür, auch diesen Punkt mit aufzunehmen im Katalog, genauso wie viele andere. Vielen Dank.